Die gemeine Esche Fraxinus Excelsior, aber an Schlaumeierei soll das auch schon alles gewesen sein. Ihr kennt meinen Kanal, ihr wisst meine Vorgehensweise. Hier geht es nicht um Endgestaltung, hier geht es einfach um das Heranziehen von gutem Rohmaterial für die Eignung eines späteren Bonsai. Schauen wir mal. Und in dem Falle 5 Bäume, 5 Gestaltungen. Aber erst einmal herzlich willkommen. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Diese 5 Bäume kommen heute einzeln auf den Drehteller. Wir schauen uns im Einzelnen an, was da zu tun ist. Bei einigen wird die große Schere dran kommen, bei anderen die Konkavzange. Zu einem gibt es noch eine kurze Erklärung, warum ich da nichts tun werde, weil das ist schon gut. Ja, bleibt gespannt, bleibt gern dran. Gute Unterhaltung, los geht's. Und um genau diesen kleinen, sehr schicken, doppel-S-förmigen Stamm soll es heute gehen, als ersten Baum gehen. Die anderen 4 folgen natürlich. Ja, schon ein cooles Teil, oder? Was würdest du tun? Ich mache mal den Hellseher. Und zwar würdest du gern wollen, dass das verschwindet, weil klar, Kurvenverlauf. Du würdest gern wollen, dass dieser verschwindet, weil ne, aus dieser Achsel heraus wollen wir nicht. Was du nicht sehen kannst, hier gibt es jede Menge feine Knospen. Die lassen wir auch gern Knospen sein. Das sind auch nächstes Jahr noch Knospen und an dem langen Ding machen wir gar nichts. Und wie das in der Praxis aussieht, ja klar, dafür habe ich die Schere da liegen. Schnipp, schnapp und ab. Heißt einmal Fakten schaffen. Konkavzange einmal in die Kehle, diesen entfernen. Und fertig. Hier mache ich noch etwas Wundverschluss. Werde noch etwas diesen kleinen ausgefransten Rand zurückschneiden. So, das war es auch schon. Mehr passiert hier tatsächlich nicht, aber wir gehen dann mal näher dran, weil getan werden wird in den nächsten Wochen schon noch einiges. Hier geht es um einen alten zurückgeschnittenen Opferast, mit die Hand wegnehmen, 1 und 2. Da werde ich etwas anritzen, etwas ja, Wundverschluss auftragen, aber das ist nicht Thema des heutigen Videos, das wird mir sonst zu lang. Und was habe ich vergessen? Sag's mir. Ich habe es gehört, den hier, den nehmen wir weg. Und rückgetrocknetes Totholz, Altholz auch. Fertig. So, und hier Thema Wundverschluss mit Bienenwachs. Da habe ich jetzt wieder ordentlich bekommen für die nächste Saison schon, weil für dieses Jahr bin ich eigentlich noch gut bevorratet. Wenn da jemand mal Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden. So, das war's auch schon. Mit diesem kleinen Schnitt hier, da mache ich nichts. Das war's auch schon. Und warum werde ich hier oben nichts wegschneiden? Ja, du kommst zurück aufs Kerzenlicht. Ja, hier oben mache ich nichts. Warum mache ich hier oben nichts? Ich will maximalen Austrieb, um einmal diese Wundverheilung, ihr kommt gleich näher ran, zu fördern. Und auch um diesen Bereich da etwas Unterstützung zu geben. Das heißt, zum Jahresende wird hier schon ordentlich Wundverheilung passiert sein. Aber das wird gern Teil von Teil 2. Ja, hier werde ich mit entweder mit dem scharfen Messer etwas anritzen, den Kallus. Ebenso hier mal drunter schauen, anritzen, etwas aufarbeiten und auch mit Wachs versiegeln, verschließen. Ein Versiegeln ist es ja nicht.
aber gern als Teil 2. Mehr passiert heute hier an dieser Stelle nicht. Und so holen wir gern den Baum Nummer 2 auf den Tisch. Ja, Baum Nummer 2, wie würdest du entscheiden? Ich drehe den mal eine Runde. Und ich denke, wir werden in unserer Meinung ziemlich übereinstimmen, weil zum einen, oh, jetzt kommt der Wind zu mir. Zum einen haben wir hier eine ziemlich lange gerade Stange, die passt hier absolut nicht ins Bild. Und ein Austrieb aus dem letzten Jahr, der sich jetzt ordentlich fortsetzt, was ich mir gern zu nutzen mache. Und hier, du wirst natürlich das erraten, einfach Augen zu und durch. Ab ist er. Unwiderruflich weg. Ja, so von der Form schon deutlich besser. Hier haben wir einen sich fortsetzenden Kurvenverlauf. Um diese Stelle kümmere ich mich später. Gar kein Problem. Ja, hier haben wir noch etwas Draht, der beginnt einzuwachsen. Und dafür, weil das ja immer recht spannend auch ist, hole ich dich etwas näher ran und werde diesen entfernen und hoffentlich nicht erschrocken drauf schauen, um zu sagen, ups, eingewachsen. Ich glaube es nicht, aber komm her, komm näher. Ja, Drahtzange in so einem Fall immer wieder einfachstes Mittel, einfachste Möglichkeit, das erstmal zu entspannen. Es sind zwei Äste mit einem Draht gebogen, gestaltet, nennen wir es wie wir wollen. Es gibt minimale Spuren, aber keinesfalls so schlimm, dass man sich ärgern muss. Ich hole die Kamera gleich noch etwas näher und mache aber vorher noch an dieser Stelle den Draht weg. Vielleicht kann man den auch so abwickeln. Ich versuche immer, wenn möglich, den abzuwickeln, weil meistens kann man den doch ganz gut dann auch wiederverwenden. Wenn es gar nicht geht, im Zweifel dann lieber abschneiden und entsorgen die Reste, bevor man sich hier irgendwie in einen Ast wegbricht oder einen Zweig wegbricht. So war nicht schön. Ja, die letzten Wochen, Monate war das ganz schick mit meiner Terrasseneinhausung. Da war der Wind draußen, ich war geschützt hier drin. Das ist nun gerade nicht mehr. Oha, oha. Ja, an diesem Draht, jetzt wird es schwierig. Fehlt ein Arm. An diesem Reststück Draht war auch die Abspannung nach unten mit angebracht. Die lasse ich aber und werde den Ast mir dann auch wieder etwas herunterholen, runterziehen. Würde dazu diesen Stummel hier belassen, der da noch zu sehen ist. Das wäre nichts hier. Das ist der Nachteil von diesem grün beschichteten Gärtnerdraht. Es ist einfach nur schwarzer Draht, etwas mit Plastikummantelung. Ja, einmal geht er noch. So. Im Großen und Ganzen, das hier möchte ich alles belassen. Das ist alles ein Fall für später, auch für die Wintermonate, wo man mit Draht wieder etwas spielen kann. Hier, wenn du schaust, diese Schnittstelle, die werde ich schon etwas nachputzen. Da war ein gegenüberliegender Austrieb, den habe ich jetzt mit geteilt. Da werde ich schon etwas nachschneiden.
das reine Bearbeiten oder das finale Bearbeiten, das erfolgt deutlich später hier. Das ist dieses, in dem Falle halben Zentimeter oder im unteren Bereich auch mehr, zum Zurücktrocknen. Das Ganze besser immer in Etappen. Ja, Wundverschluss. Durch die Temperatur von dem geschmolzenen Bienenwachs, da besteht keine Gefahr für den Baum oder für das Gewebe von dem Baum. Da verbrennt auch nichts. Das kühlt sehr schnell ab. Ähnlich, wer es kennt, schon mal Kerzenwachs auf die Finger, auf die Haut bekommen. Man merkt es kurz, aber es macht keinen Schaden. Ja, zu Baum Nummer 2 gibt es nur noch einen Schnitt zu machen und das ist an der Stelle das Ausbrechen von diesem gegenüberliegenden Zweig. Den möchte ich hier an der Stelle nicht. Der darf gern nach da weiter wachsen. Ja, und so ist Baum 2 auch schon fertig. Ja, kommen wir zu Baum Nummer 3. Müssen wir selber erstmal schauen. Was haben wir hier? Wir haben einen streng gerade aufwachsenden Stamm. In dem Falle, wenn man es nicht so recht weiß, ich weiß es schon, aber ich will gedanklich das mal vermitteln, wenn man es nicht so recht weiß, was man hier tun kann, geht man folgendermaßen vor, oder so ist meine Herangehensweise. Einfach von oben nach unten mal besprochen das Thema. Man hat einen hier für dich rechts kräftig auswachsenden Zweig. Ja, würde ich an der Stelle auch so belassen. Meine Herangehensweise, den gegenüberliegenden ausbrechen, sofern er sich ausbrechen lässt. Und wenn er das nicht tut, Hilfsmittel. Nehme ich diesen erstmal raus. Zweiten Step, hier habe ich einen senkrecht nach oben wachsenden Ast, den ich auch versuche rauszubrechen. In dem Falle funktioniert es. Und so kommt einiges an Licht in die Krone. Das hier, ich versuche es einzufangen, ist auch ein Thema. Es gibt diesen etwas, ja, doch momentan noch zu kräftigen seitlichen Ast, den ich aber nicht wegnehmen möchte. Was ich jetzt machen werde, ist, wie beim letzten Bäumchen auch, eine Entscheidung treffen und die heißt, ich habe hier eine lange kerzengerade Stange, wo ich sage, da wäre ich nicht froh damit, nehme ich weg und sage mir, wenn ich doch schon einen so kräftigen oberen seitlichen Ast habe, probiere ich es doch mal als spätere Krone. Und aus diesem Grunde ab ist er. Ja, den werde ich natürlich fördern, vollkommen klar. Und der hier, auch klar, kommt weg. So dass ich nun hergehe und hier auch Rundverschluss aufbringe und hier unten diesen einen, ich drehe den Baum nochmal zurück. Diesen einen hier, tja, was mache ich mit diesem einen hier? Ich weiß es nicht, also lassen. Hier unten diese momentan noch viel zu tiefen Austriebe, ich lasse die noch, das bringt mir Stammdicke und um die geht es ja. Von daher bleibt, mache ich nichts dran. Einzige, was ich oben mache, ist nochmal hier minimal nachschneiden. Hier minimal nachschneiden, dass mir die Rinde etwas aufgeplatzt.
Man könnte da jetzt auch mit dem Mundverschluss direkt drüber gehen. Will ich nicht. Und so bin ich auch mit Baum 3 fertig, fast fertig. Wind, warte, halte an dich. Mach hier noch den Mundverschluss. Es braucht wie bei jedem der Bäumchen, egal wie die Entwicklung ist, eine Vision, etwas oder viel Geduld und Zeit. Und insofern ist es gut, wenn man viele Bäumchen besitzt. Die kommen dann wieder zurück. Die dürfen sich gern weiterentwickeln. Und wir schauen später wieder drauf. Wie gesagt, diesen hier, momentan scheint er so, als müsste man da was tun. Verzichte ich drauf. Ja, und so ist Baum Nummer 3 auch vorerst fertig. Das hier unten einfach mal wegdenken, später mit ordentlich Dicke und ihr wisst schon, Vorstellungskraft ist gefragt und dem Baum sollte man Ruhe geben, Zeit geben. Ausreichend Pflege muss er bekommen, natürlich. Dünger, regelmäßig Feuchtigkeit, Esche sehr feuchte liebend, Schatten liebender Baum, kommt auch bei mir wieder in den fast Vollschatten. Das hat sich total bewährt. Und wie anfangs gesagt, es gibt noch einen Teil 2 diesen Jahres. Das heißt, die Bäume kommen nochmal auf den Tisch. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ja, Baum 4 ist im Grunde um ein gutes Jahr den anderen voraus. Gleiche Vorgehensweise. Es gab hier einen, versuche es mal ohne hier was wegzubrechen, es euch zu zeigen, einen Opferast, den habe ich mit Bienenwachs versiegelt, verschlossen, immer noch fest, komplett aufliegend, das heißt, da gibt es auch noch wenig Kallusbildung und um Kallusbildung geht es ja bei dem Thema Wundverschluss, das heißt, hier oben werde ich auch, obwohl es hier eine diese solche lange Stange gibt, nichts tun, ich brauche hier oben maximalen Austrieb, mit diesem Wundverschluss hier unten anzuregen, zu fördern. Ja, was ich jetzt erreicht habe in dem letzten Jahr, was dieser Baum den anderen ja, einen Vorsprung hat, ist hier unten Neuaustrieb anzuregen. Ich denke, das ist ganz gut zu sehen. Hier oben gab es auch einen großen Opferast, eine Schnittstelle. Ich zeige es mal etwas hier. Ja, und ein bisschen was schnippeln wollen wir ja. Wäre es sonst langweilig, weil der Baum, wo ich nichts tun werde, der kommt ja noch. Und somit mache ich jetzt eins. Ihr könnt es euch denken. Hier angesetzt. Diesmal mit der Konkavzange. Einen Schrägschnitt. Wo ich hoffentlich alles in einem Schnitt. Ne, 2 hat es gebraucht. Einschneiden werde. Putze hier noch etwas nach. Und versiegelte das Ganze mit Bienenwachs. Wie gesagt, ich bin hier extrem begeistert davon, aus dem Grund, es ist sehr nachhaltig, es riecht lecker, aber da, wie das riecht, darum geht es nicht. Es geht darum, es ist für Wundverschluss für mich das bestmögliche Mittel. Es ist nachwachsend, es ist nichts, was man teuer zukaufen muss. Und sobald, wie sich hier Kallusbildung zeigt, beginnt das Wachs sich
anzuheben, sich etwas abzuspalten. Und da weiß man, Kallusbildung funktioniert. Und wenn da noch keine Kallusbildung vorhanden ist, bleibt das Bienenwachs fest mit dem Untergrund, mit dem Holz verbunden, schützt, versiegelt. So, einfach ausgedrückt, ist eine richtig coole Sache. Ja, so war das jetzt. Oh, hier müssen wir noch putzen. Vielleicht hat es der eine schon gesehen. Der eine die andere. So war, wenn man zur Kamera arbeitet, nicht ganz so einfach, alles im Blick zu haben. Kann man einfach nacharbeiten. Sehr schön. So, und jetzt final Baum Nummer 5, wo ich nichts machen werde. Wenn es dich interessiert, warum, bleib dran. Und tausch mal aus. Ja, warum ich jetzt hier nichts machen werde, ist, glaube ich, selbsterklärend. Ist ja wenig da. Und warum ist wenig da? Dieser Baum hatte einen richtig kräftigen, starken Austrieb im letzten Jahr. Den habe ich ihm genommen. Man sieht hier die Schnittstelle. Da gibt es auch noch keine Notwendigkeit, danach zu arbeiten. Die Austriebe hier sind alle neu. Weil irgendwas müsste der Baum ja machen. Was ich machen werde, ist, ihr seht es vielleicht hier, diese Stelle. Komm mal näher. Da wohnt jemand. Und wer da wohnt, vollkommen klar, eine kleine Raupe. Die werde ich hier mal auspacken. Keine Ahnung, wie die das machen, aber total interessant. Die Blätter werden herangezogen, eingesponnen mit, ja, wie bei einer Spinne auch. Und dann findet sich direkt in der Mitte eine Raupe. Also filigrane Sachen sind etwas schwer zu zeigen. So, die beginnt jetzt auch etwas sich aufzubäumen. Da gefällt es gar nicht, was ich jetzt vorhabe. Ich glaube, sie ahnt schon, das geht nicht gut aus. Das ging auch nicht gut aus. Ja, schalte mal die Kamera. Vielleicht kannst du es ja sehen. Sie ist etwas aufgeregt, etwas aufgebracht. Ja, das sollte man echt schon aufpassen bei so kleinen Bäumchen. So eine Raupe dran lassen, die kann doch recht viel Schaden machen. Bei großen Bäumen spielt das absolut keine Rolle. So ist es ja, fressen und gefressen werden. Aber bei unseren kleinen Bäumen passen wir da natürlich auf. Und so wird diese kleine Raupe ein Fischfutter. Ganz einfach. Und in diesem Falle sogar war es ein kleiner Tosai, der sich die Raupe geschnappt hat. Ja, mit dem Baum sind wir so auch fertig. Diese Reste von diesem Gespinst, die trocknen ab. Der Baum hat keinen Schaden genommen. Und ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Thema Esche, total interessant, weil findet man an jeder Ecke. Kostet nichts, ist ein sehr dankbarer Baum. Das heißt auch sehr schnell zu gestalten. Macht Spaß. Ja, und so überlasse ich dem Wind wieder die Terrasse, ziehe meine Rolle nach oben. Ja, wie gesagt, heute Thema die gemeine Esche. Es ist ein Bäumchen oder eine Baumart, die findet man doch an so ziemlich jeder Ecke, an jedem Wegesrand. Macht viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und wenn man weiß, worauf man achten muss, ja, die geht einfach ab, die nimmt extrem zu, an Stammzuwachs, an Austrieb. Ein schöner Baum für Anfänger, für Einsteiger in das Hobby, und
Das wollte ich mit dem heutigen Video gern zeigen. Das ist mal Teil 1. Ein Teil 2 wird folgen. Da geht es dann um Fräsarbeiten, diese Übergänge herstellen von dem geschnittenen Altholz oder dicken Stamm zu dem Übergang auf den neuen Austrieb. Denn den will man ja etwas harmonisch dann auch hinbekommen. Aber das ist jetzt zum Zeitpunkt Anfang Mitte Mai. Mitte Mai sind wir jetzt deutlich verfrüht. Hier will ich noch etwas mehr Austrieb sehen und dann, ich denke mal, in einem Monat geht es dann mit der Fräse dran und dann folgt auch Teil 2. Und ja, danke wieder fürs Zuschauen. Schaut gerne wieder rein. Nächste Woche Dienstag pünktlich 18 Uhr. Neues Thema. Ich weiß es noch nicht und heißt aber nicht, dass mir nicht doch noch was einfällt. Bis dahin habt alle eine schöne Zeit. Tschüss. Den hier nehme ich noch raus. Aus der Achsel ein kleiner Austrieb. Da habe ich doch etwas gemacht.